Lieber Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bruderhofgemeinde, sehr geehrte Hochwürden, sehr geehrte Damen und Herren. Vorerst möchte ich all denen danken, die diesen Gedenktag organisiert und erlaubt haben, insbesondere natürlich dem Präsidenten Andi Zimmermann und auch der Gemeinde Triesenberg. Ich glaube, es ist ein wichtiger und schöner Anlass, wenn wir diesen 90 Jahren gedenken, die vergangen sind, seitdem die Bruderhofgemeinde hier als Almbruderhofgemeinde begonnen hat. Ich glaube, dieser Gedenktag in diesem gottgegebenen schönen Sonnentag erlaubt uns auf der einen Seite die Bedeutung der Bruderhofgemeinde zu erwähnen, kurz zu beschreiben. Das wird sicher nachher genauer gemacht werden. Aber ich möchte nur sagen, dass ich aus allem, was ich bisher gesehen und gehört habe, ist keine Frage, dass Ihre Gemeinde viel dazu beiträgt, die christliche Botschaft in diese Welt zu bringen, vor allem über euer Zusammenleben, in bescheidener Art und eben getragen von christlichen Werten, vor allem der Nächstenliebe. Ich glaube, das ist heute durchaus von großer Aktualität, wo wir sozusagen im materiellen Überfluss leben mit all seinen Problemen, man denke nur an die Klimafrage, ist es umso wichtiger, dass wir zeigen können, dass es in der Welt auch Gemeinschaften gibt, die zusammenleben können in Frieden und eben in einem Leben, was die Natur beachtet und was den Mitmenschen beachtet. Sie führen sich sehr stark auf die christlichen Urgemeinden zurück, was ich glaube für uns alle wichtig ist. Nicht zuletzt sehen wir jetzt auch in anderen christlichen Gemeinschaften eine stärkere Rückbesinnung, Besinnung auf das Urchristentum, zum Beispiel auch in der katholischen Kirche unter Führung von Papst Franziskus, will man viel stärker wieder schauen, was uns diese Frühquellen bringen können an Werten, an Zusammenleben und an einer neuen Gottesbeziehung. Und dafür sind sie sicher beispielgebend und ich hoffe, dass auch dieser Stein dazu beitragen wird, das Interesse an ihrer Gemeinschaft zu erhöhen. Natürlich ist so ein Stein, ist so ein, wenn man fast sagen kann, Jubiläum, auch Anlass, geschichtlich zurückzublicken. 1934 ist eine lange Zeit, aber in vielen noch sehr lebendig. Man setzt sich immer noch mit diesen Zeiten auseinander, die auch für Liechtenstein sehr schwierig waren. Ein vor drei Tagen vorgestelltes Buch, kurzes Büchlein über Liechtensteins Souveränität und Neutralität zwischen 1933 und 1945 zeigt gut auf, wie schwierig diese Zeiten waren. Und so war es sicher eine gute göttliche Fügung, dass die Brudergemeinde hier, die Bruderhofgemeinde hierher gefunden hat. Ich glaube, es war eine Bereicherung für Liechtenstein, gar keine Frage. Natürlich gab es diese Auseinandersetzung, können wir so viele Leute hier aufnehmen? Liechtenstein war damals nur ein Drittel so viel Bewohner gehabt, praktisch wie heute. War natürlich klein und arm noch zu dieser Zeit. Und die Frage war natürlich da. Gott sei Dank war es dann so, dass doch die Gemeinde über mehrere Jahre hier Zuflucht gefunden hat. Wie viele andere, das darf ich auch erwähnen,
die vor dem Naziregime hier geflüchtet sind. Es war nicht ganz einfach, wie gesagt. Viele Juden kamen auch her. Die meisten, so wie die Brudergemeinde hatte, aber Bruderhofgemeinde hatte aber dann natürlich das Gefühl, dass die Sicherheit Liechtensteins vor allem nach dem Anschluss Österreichs an das Nazireich sehr stark gefährdet ist und daher ein Weggehen viel irgendwo wichtig und bedeutend ist. Und viele haben sich dem angeschlossen, nur wenige sind geblieben. Möchte auch erwähnen, vielleicht wird das nachher noch erwähnt, aber natürlich im Rahmen dieser Frage können wir hier so viele, so eine Gemeinschaft hier aufnehmen. Das war natürlich auch eine Frage für die Gemeinde Driesenberg. Es kam auch zu einer Abstimmung und man kann zur Ehre auch der Driesenberger Bürgerinnen und Bürger sagen, dass diese Mehrheit sich klar dafür ausgesprochen hatte, dass die Gemeinde hier bleiben kann. So war das sicher auch ein schönes Zeichen, das gesetzt wurde, was durchaus in der Tradition des Landes und auch des Fürstenhauses ist. Es ging auch nach 1945 weiter. Liechtenstein konnte mit großen Opfern, kann man sagen, auch Personen aufnehmen, nicht zuletzt russische Soldaten, die durch die Fügung auf deutscher Seite kämpfen mussten, konnte sie hier aufnehmen gegen die starken Druckversuche der Sowjets. Und ich glaube auch, dass wir weiterhin doch unsere kleine liechtensteinische Gemeinschaft auch weiterhin offen ist für Flüchtlinge. Natürlich ist es doch ein Unterschied, ob es sich um Personen handelt, die vieles mit einem teilen an Werten. Und das war damals mit der Bruderhofgemeinde gar keine Frage, dass das der Fall war. So hat sich der sicher wichtigste, würde ich die wichtigste Persönlichkeit aus Liechtenstein der damaligen Zeit, Pfarrer Anton Frommelt, der sowohl politisch wie geistig eine führende Rolle hier im Land gespielt hat, der hat sich dafür eingesetzt, dass die Bruderhofgemeinde hier bleiben kann. Warum? Weil er gesehen hat, dass hier wirklich christliche Werte gelebt werden und dass er sich damit identifizieren kann und damit auch viele, viele andere. Wenn wir weiter in die Geschichte, vielleicht noch eine Bemerkung, ja, das Fürstenhaus stand auch ganz dahinter. Es waren auch Zeiten, die schwierig waren. Der damalige Fürst, Fürst Franz, ein Urgroßonkel von mir, der war mit einer Jüdin verheiratet, die konvertiert hatte zum Katholizismus, aber er hatte auch sehr deutliche Worte gegen den Nazismus gesprochen und von dort aus hat man gesehen, wie schwierig das war und er hatte sich natürlich voll hinter diese Aufnahmepolitik gestellt. Wenn wir weiter zurückgehen in die Geschichte, ist vielleicht etwas besonders zu erwähnen. Unsere Familie, die Familie Liechtenstein hat schon im 16. und 17. Jahrhundert mit ihren, wenn ich so sagen kann, Vorgängern der mährischen Brüder oder böhmischen Brüder, also sehr stark von Hus herkommenden Gemeinschaften, hat sie schon auf ihren Territorien, Fürstentum, Herzogtum, in was heute mehr, vor allem Mähren ist, Zuflucht gegeben, als sie von Böhmen vertrieben wurden. Das hat auch viele Jahrzehnte so gedauert und die Familie, unsere Familie hat sich ganz dahinter gestellt und das war sicher eine glückliche Fügung. Diese Gemeinden haben sich sehr stark auch in diesen Orten integriert, auch wirtschaftlich beigetragen. Und das war eine schöne Symbiose, so wie es eben dann auch später der Fall war. In der Zeit der Gegenreformation war dann der Druck größer, sehr direkt auch vom Kaiser auf den damaligen Fürsten. Und so langsam, der Schutz wurde zwar weiter aufgehalten und auch entsprechend argumentiert, aber doch dann langsam fing die Bewegung an, aus diesen doch sehr unsicheren Gebieten
Richtung mehr Westen statt. Das vielleicht zu dieser Geschichte. Wie gesagt, ich hoffe und glaube auch, dass unsere Politik sowohl Fürst und Volk weiterhin solche Aufnahmen unterstützen wird. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über Ihren Besuch hier. Der macht uns auch lebendiger und das ist schön. Ich glaube eben, wie gesagt, wir haben auch weiterhin eine Tradition, so ist die jetzige Frau unseres Erbprinzen, der als Stellvertreter die Regierungsgeschäfte führt, auch Präsidentin des Roten Kreuzes, und es wird weiterhin aktiv für die Flüchtlinge gearbeitet. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir alle in unsicheren Zeiten auch leben und es umso wichtiger ist, diese Aufnahmefähigkeit wirklich auch zu nutzen. So möchte ich schließen, indem ich nochmals meinen Dank aussprechen möchte, hier mit euch allen zu sein und mit dem Wunsch für ein weiteres gutes Gedeihen der Bruderhofgemeinde, eine gute ökumenische Zusammenarbeit, wie sie existiert, dass dies auch weiter ist. Und wie gesagt, dass dieser Stein auch ein Zeichen hier in Liechtenstein ist für Werte, die wir alle mit Freuden in diesen Kriegszeiten im Sinne des Friedens und der Freiheit unterstützen können. Herzlichen Dank.